Baden-Württemberg, Land und Leute mit Hanno Gerwin. Herzlich willkommen heute aus dem Benckiser Stift in Karlsruhe. Das hat seinen Grund, denn das neu eröffnete Benckiser Stift ist auf die Betreuung pflegebedürftiger Menschen spezialisiert. Diese Betreuung wird zukünftig immer wichtiger werden. Das hängt mit der demografischen Entwicklung zusammen. Genau das ist heute unser Thema in Baden-Württemberg, Land und Leute. Demografische Entwicklung als Herausforderung für die Stadt am Beispiel der Stadt Karlsruhe. Das ist das Thema und dazu haben wir kompetente Gesprächspartner in unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstelle. Zunächst derjenige, der hier der Hausherr ist, Dr. Martin Michel, Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Stadtmission in Karlsruhe, die neben dem Benckiser Stift noch 12 weitere Betreuungseinrichtungen betreibt. Er ist also ein Fachmann, der beurteilen kann, was ältere Menschen heute und zukünftig brauchen. Ingo Wellenreuther, Bundestagsabgeordneter der CDU für den Wahlkreis Karlsruhe, ehemaliger Richter am Landgericht und Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters in Karlsruhe. Am 2. Dezember ist Wahl. Spannender Tag. Ebenso herzlich willkommen Dr. Frank Mentrup, Mitglied des Landtags und politischer Staatssekretär im Kultusministerium. Für die SPD von Beruf Arzt und ebenfalls Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters in Karlsruhe. Schön, dass Sie es einrichten konnten in dieser, wie gesagt, turbulenten Zeit für OB-Kandidaten. Demografie heißt eigentlich Bevölkerungswissenschaft. Aber vordringlich geht es um die Frage, wie zukünftig das Verhältnis von jungen Menschen, das sind die unter 20-Jährigen, zum den älteren oder alten Menschen, das sind die über 60-Jährigen, so sieht das die Statistik, aussehen wird. Interessant ist also zunächst mal eine ganz einfache Frage an unsere Gäste. Was ist für Sie ein alter Mensch, Herr Dr. Mentrup? Das ist eine Frage des Betrachters, des Standpunkts des Betrachters. Im Sport ist man ja schon ab 35, glaube ich, Senior. Ich kenne im Moment auch schon viele Ruheständler mit 70 und darüber, die kommen mir noch wie ganz junge Kerle vor. Und von daher ist es, glaube ich, festzustellen, dass es hier eine ganz andere Streuung von dem, was man so landläufig unter alt versteht, gibt, als das vielleicht noch zu Zeiten unserer Großeltern der Fall war. Sie kennen ja auch alle so die persönliche Erfahrung, dass wenn man sich heute mal Gedanken darüber macht, wie alt die eigenen Eltern sind und das vergleicht mit dem, wie man oft seine Großeltern oder Urgroßeltern wahrgenommen hat im selben Alter, dass man den Eindruck bekommt, man wird immer jünger oder die ganze Gesellschaft wird immer jünger. Insofern denke ich, würde ich ungern darüber diskutieren wollen mit Ihnen, was für mich ein alter Mensch ist, sondern wir sollten darüber diskutieren, welche besonderen Anforderungen eine Stadt zu bieten hat, die sich auf eine älter werdende Bevölkerung einstellen muss, damit jeder dieser älteren Menschen denn dann auch genauso teilhaben kann an allen Angeboten des städtischen Lebens und an der Gesellschaft damit insgesamt, wie er das vorher hoffentlich auch schon getan hat. Das ist ja dann gleich auch unser Schwerpunktthema. Wie sehen Sie das? Wann haben Sie das Gefühl, der Mensch, mit dem ich da zu tun habe, ist ein alter Mensch und braucht mich vielleicht auf eine andere Weise wie ein Junge? Da gibt es mit Sicherheit, Herr Gerwin, keine feste Altersgrenze. Es ist sogar noch ein bisschen schlimmer, als Herr Dr. Mentrup gerade gesagt hat. Als ab 18 Jahren ist man bereits Senior und ab 32 ein alter Herr im Sport. Also ja. Es ist sogar noch verschärft. Habe ich mich noch über die Runden retten wollen. Genau, also man ist da schon bereits relativ in jungen Jahren, gehört man schon zu den alten Herren. Aber das ist wirklich ganz individuell, je nach den körperlichen und geistigen Fähigkeiten des Einzelnen. Und natürlich müssen wir alle feststellen, dass Gott sei Dank die Menschen erstens viel älter werden und zweitens viel gesünder, auch älter sind, aber gleichzeitig natürlich spezielle Bedürfnisse haben, die man in einer Stadt ganz klar aufnehmen muss. Und deswegen ist es, glaube ich, entscheidend wichtig, dass man auch in einer Stadt stadtteilbezogen denkt und da die Bedürfnisse, ich sage jetzt einfach mal, der älteren Generation berücksichtigt, aufnimmt und auch entsprechende Angebote macht. Ich darf vielleicht gerade mal ein Beispiel geben. Lassen Sie uns, das ist unser Hauptthema gleich. Ich würde gerne nochmal, wir reden ja immer über die Alten oder über die Älteren, aber ich würde den gerne nochmal etwas genauer vor mir sehen, diesen Älteren. Dann kann ich Ihnen ein Beispiel geben. Ich habe eine kleine Laufgruppe. Da begleiten mich zwei, vielleicht im landläufigen Sinne her gesehen, ältere Menschen. Der eine ist so knapp über 60, der andere knapp über 70. Und beide laufen im Monat 250 Kilometer durch den Wald.
Da muss ich sagen, da habe ich ganz schön alt ausgesehen mit 3,52. Ne? Also von daher ist es alles wirklich relativ. Es ist relativ und trotzdem ist es ja so, Sie haben das auch sehr stark relativiert, Herr Dr. Mentrup, dass wir ja spezielle Angebote schon auch brauchen und darüber auch diskutieren wollen. Und wenn wir spezielle Angebote brauchen, dann ist es schon auch eine spezielle Person, die braucht. Vielleicht ist schon klar, aber ich muss sagen, man kann das nicht anders als differenziert sehen. Es gibt, wie gesagt, 70-Jährige, die rennen noch aktiv durch den Wald. Es gibt Menschen im gleichen Alter, die sind schon stark pflegebedürftig. Also von daher gibt es sicherlich keine definierte Altersgrenze, wo man sagt, also ab 65 ist man alt. Wenn man an Senioren einen Brief schreibt, dann beschweren sich die 66-Jährigen und sagen, ich bin noch topfit und mache jeden Tag Sport und mache noch private Vorlesungen an der Uni. Und also, will nicht als Senior bezeichnet werden, ganz klar. Also von daher ist es wirklich sehr, sehr individuell unterschiedlich. Man muss nur ganz klar sagen, man braucht Angebote, pflegerische Angebote für die Hochbetagten, die eben nicht mehr können, die Betreuung bedürfen. Man braucht gleichzeitig auch für ältere Menschen Angebote, wie sie kulturell oder im Sport noch im Stadtteil Angebote antreffen, weil sie einfach am gesellschaftlichen Leben in einer Stadt teilhaben wollen. Und darauf muss eine Stadtverwaltung, eine Stadtgesellschaft reagieren. Da reden wir gleich drüber. Ich möchte diese Person, um die es da geht, wie ja zukünftig unsere Herausforderung auch ausmacht, noch etwas genauer vor mir sehen. Sie sind Fachmann, Herr Dr. Michel, wenn es um pflegebedürftige alte Menschen geht. Das ist ja nochmal was anderes wie alte Menschen, die in dem Sinne tatsächlich sehr fit sein können, wie wir es eben gehört haben. Was ist für Sie ein pflegebedürftiger alter Mensch? Was kann der nicht oder was kann der noch, was ihn aber in einer bestimmten Weise auch hervorhebt, sodass er spezielle Angebote braucht? Wichtig ist, Alter ist keine Krankheit, sondern ein lebenslanger Entwicklungsprozess körperlicher, biologischer, sozialer Art. Wir haben es, ähnlich wie jetzt Herr Dr. Mentrup und Herr Wellenreuther gerade sagte, viele Ältere, aber wir haben auch Menschen in Ihrem und meinem Alter hier in den Pflegeeinrichtungen, die an Multipler Sklerose beispielsweise erkrankt sind, andere Erkrankungen haben, Tumorerkrankungen. Wenn wir uns aber konzentrieren auf das, was Sie meinen, dann ist natürlich die Pflegeversicherung hilfreich, die sagt, was Pflegebedürftigkeit heißt, nämlich Einschränkungen im körperlichen, geistigen und im seelischen Bereich, Krankheiten und Behinderungen, die einen Hilfebedarf auslösen, den die Person selbst nicht selbstständig beheben kann. Und also Mobilität zum Beispiel, nicht selbstständig gehen. Im Bereich Mobilität, nicht selber gehen, im Bereich der Körperpflege, nicht selber waschen, im Bereich der Hauswirtschaft, den Haushalt in Ordnung halten, das, was Sie alle kennen von zu Hause, im Bereich der Ernährung, Essen mundgerecht zubereiten beispielsweise, aber auch Essen reichen. Also überall Dinge, wo die, wie es im Gesetz heißt, regelmäßigen, gewöhnlichen Verrichtung des täglichen Lebens von der Person selber in einem bestimmten Umfang nicht mehr selbst wahrgenommen werden können. Sie haben ja mit vielen älteren und alten Menschen zu tun. Also etwa 700 sind in den Einrichtungen der Evangelischen Stadtmission Karlsruhe in irgendeiner Form betreut oder behandelt. Kennen Sie denn Leute, die von sich aus sagen, ich bin alt, dazu stehe ich und das ist auch gut so? Oder sagt jeder, so ähnlich wie es ja Herr Mentrup und Herr Wellenreuther sehr naheliegend gesagt haben, nach dem Motto, also ich doch nicht. Andere sind vielleicht alt, aber ich doch nicht. Kennen Sie welche, die sagen, nö, ich bin alt und ja, weiß das? Ja, weil Alter kann natürlich auch im Hinblick auf Behinderung und Krankheit belastend sein. Mhm. Wobei man jetzt nicht sagen muss, das Alter ist belastend, sondern die Krankheit und die Behinderung ist belastend. Jetzt will ich es noch genauer wissen. Sind das nur Leute, die sagen, ich bin alt und das ist belastend? Oder sind das Leute, die sagen, ich bin alt und habe viel erlebt und es ist gut so? Ja, kenne ich auch. Ich würde gerne mal die Politiker fragen, welche Erfahrungen haben Sie mit pflegebedürftigen Menschen, die nun vielleicht auch wirklich unabweisbar alt sind, gemacht? Herr Dr. Mentrup vielleicht. Ja, ich habe ja als Zivildienstleistender im Krankentransport gearbeitet und auch teilweise im mobilen Fahrdienst für behinderte Menschen. Und da waren auch viele Ältere dabei und habe von daher schon auch sehr viel persönliche Schicksale erlebt. In der eigenen Familie war es immer so, dass meine Großeltern so lange sehr fit geblieben sind, bis es dann gar nicht mehr ging.
Und dann sind sie sozusagen aus dem aktiven Leben heraus verstorben oder meine eine Oma kam dann noch wenige Wochen ins Altenheim. Und in der Zwischenzeit habe ich sie nicht mehr miterlebt, weil das eben weit oben an der Ostseeküste war. Insofern habe ich jetzt im familiären Bereich da noch nicht viele Erfahrungen, sondern mehr so im Bekanntenkreis, eben durch die Arbeit. Hat Sie das manchmal belastet? Sie waren ja damals noch jung als Zivildienstleistender. Ja, das hat mich damals sehr belastet. Auch überhaupt die Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung. Sie haben Multiple Sklerose angesprochen. Wir hatten da Menschen, die waren 20, die waren 28 und sind dann von uns knapp jüngeren Zivis betreut worden. Und es war ein Vorteil, dass man da sehr selbstverständlich reingegangen ist. Es war ein Nachteil, dass man darauf nicht besonders gut vorbereitet wurde oft. Und das war dann etwas, wo man doch sehr stark auch mit sich selbst die Dinge dann ausmachen musste. Aber ich denke, das Entscheidende, das hatten Sie erst ja schon gesagt, ist, dass wir versuchen sollten, dass das Thema Alter oder auch das Thema Jugendsein nicht automatisch mit einer Vorstellung von Pflegebedürftigkeit zu verbinden. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was war, glaube ich, so ein bisschen unser beider Appell am Anfang, dass wir aufhören, wenn man sagt, man macht auch einen Informationstag für ältere Menschen, dann denkt jeder sofort an Inkontinenzvorträge und Vorsorgeverpflichtungen. Aber es gibt eben auch noch andere Bereiche des Älterwerdens. Und ich kenne viele Leute, die sagen, ich bin älter, ich fühle mich alt, aber es geht mir gut damit. Haben Sie Ihre Großeltern als alt empfunden? Ich weiß jetzt nicht, wann die verstorben sind, deshalb frage ich mal so ins Blaue hinein. Das ist schon einige Jahre her, aber damals, meine beiden Omas sind verstorben, wo ich so in der Pubertät war, rückblickend betrachtet. Und sie wurden auch teilweise, waren sie auch pflegebedürftig. Es ist aber beide Male zu Hause passiert, durch die Großfamilie. Das war natürlich ein Segen für alle Beteiligten. Es war sehr anstrengend, aber das habe ich persönlich als Junge erlebt. Meine Eltern jetzt sind auch schon weit in den 80ern, aber sie sind noch fit. Mhm. Natürlich körperlich sind sie auch natürlich nicht mehr ganz fit, aber geistig noch auf der Höhe. Das ist natürlich auch ein Segen und eine ganz tolle Sache, wenn man so älter werden kann. Hier in Karlsruhe, Herr Gerwin, habe ich, glaube ich, die letzten 10, 12 Jahre war ich, glaube ich, in jedem Pflegeheim und habe mir die Situation vor Ort auch angeschaut, weil ich einfach wissen wollte, wie sind die Menschen hier untergebracht, wie ist die Situation des pflegenden Personals, wie ist die Belastung und wie sind die Umstände einfach. Und natürlich sieht man da auch Menschen für jemanden, der eben noch nicht im Pflegealter ist, was oftmals natürlich auch eine Belastung ist für jemanden wie mich, der da jetzt reinkam und sich die Situation vor Ort anschauen wollte. Es ist ja auch ein völlig anderer Zusammenhang, gerade wenn man jetzt, ich denke, aus der Politik, wo Dynamik, wo auch Vitalität irgendwo gefordert ist, von Ihnen wie von anderen Politikern. Und jetzt kommen Sie in so ein Pflegeheim und da ist alles nur noch halb so schnell oder ein Viertel so schnell und manches... Oder? Herr Gemm, Sie haben recht, also in der Politik als Politiker, da wird Mobilität und Einsatz und Leistungsbereitschaft gefordert, weil sonst schafft man das ganze Pensum nicht. Auf der anderen Seite muss man in seinem politischen Bereich, in seinem Wahlkreis natürlich sich die Lebensverhältnisse anschauen. So mache ich es immer und zwar sehr intensiv, damit man weiß, worüber man redet und wo die Bedürfnisse und die Probleme der Menschen sind vor Ort. Das habe ich immer getan, aber da habe ich auch festgestellt in den Pflegeheimen, dass durchaus das pflegende Personal sehr, sehr aktiv ist und auch mit einem hohen Tempo die Arbeit verrichtet. Natürlich die zu Betreuenden sind situationsbedingt natürlich in einem verlangsamten Tempo. Das ist natürlich in der Natur der Sache, ergibt sich das. Aber da ist es für mich ganz wichtig zu wissen, wie der Umgang ist, wie die Anforderungen sind. Und das ist für jemand wie mich, der von außen dann doch reinkommt, auf den ersten Blick irgendwo belastend. Aber es hat mich wirklich positiv überrascht, wie zufrieden und glücklich auch das pflegende Personal mit der Situation war, dass sie Gutes tun können an den Menschen, obwohl die Belastungsgrenze sehr, sehr hoch ist. Da können wir nachher vielleicht nochmal drüber reden. Und auch sehr viel abverlangt wird, weil es ein sehr anstrengender Beruf ist, aber der Gesellschaft in einem unwahrscheinlichen Maße zugutekommt. Und deswegen bin ich generell der Auffassung, dass man diese Berufsgruppen und dieses Berufsbild viel höher schätzen und bewerten muss und wertschätzen muss, als es bisher getan wurde. Also wir werden ausführlich über das Berufsbild noch sprechen und auch, was man tun kann, um es attraktiver zu machen. Aber jetzt schauen wir zunächst mal in die Stadt Karlsruhe und gehen ins Jahr 2050. Das ist so das Zielprognosejahr der Landesstatistik, wenn es um demografische Entwicklung geht. Was haben Sie da für eine Fantasie, was dieses Thema ältere Menschen angeht? Was ist da anders als heute? Also ich kann Ihnen die Zahlen von 2050 nicht liefern, aber ich habe mal in den Bericht der Bevölkerungsentwicklung der Stadt Karlsruhe reingeguckt und habe Zahlen für das Jahr 2030 gefunden. Und da ist es eben so,
dass die Quote der 35- bis 45-Jährigen zum Beispiel um 17% zurückgeht und das entspricht 9.000 Menschen. Und die Quote der über 85-Jährigen nimmt um 46% zu, verglichen mit 2005. Das geht dabei dann aber, das klingt ja erstmal dramatisch, 46%, das sind aber 2.700 Menschen mehr. Also eigentlich nicht so viel anders. Also rein absolut ist es nicht so viel. Was, glaube ich, dramatisch ist, ist die Verschiebung, vor allem, dass es deutlich weniger Jüngere gibt und dass die Älteren vor allem deswegen aufschließen, weil sie insgesamt älter werden, aber weil auch der Männeranteil sich erholt, der ja in den heutigen Jahren noch kriegsbedingt extrem niedrig ist. Und die Zahl der Pflegebedürftigen, weil wir es nun ja schon auch davon hatten, soll von 7.700 im Jahr 2005 auf 9.040 im Jahr 2030 ansteigen. Auch das ist bei einer Gesamtbevölkerungszahl von 300.000 jetzt erstmal kein Grund, denke ich, da in eine Dramatik zu verfallen. Aber vielleicht gebe ich das gleich hier rüber zu Herrn Dr. Michel. Also wenn ich jetzt höre, wie viel hatten Sie gesagt? 2.700? Ja. Und 700 ist die Gesamtbelegungszahl der evangelischen Stadtmission. Das heißt, das wäre im Grunde fast dreimal mindestens das Gleiche, was es schon gibt an Betreuungseinrichtungen. Das wäre dann schon eine ganze Menge. Vielleicht darf ich gerade mal sagen, dazu etwa 3.000. Ich habe die Statistiken auch mal angeschaut. Wenn Sie die 3.000, wenn Sie annehmen, dass von den 3.000 60%, es geht hier um über 85-Jährige, 60% nochmal angenommen, professionelle Hilfe, ambulant oder stationär oder teilstationär benötigen. Und Sie teilen das durch den Schlüssel, den wir haben, einen guten Schlüssel, weil wir auf Qualität Pflege Wert legen, für die Pflege 2,31. Dann sind Sie bei 780 zusätzlichen Stellen. Und wenn Sie das multiplizieren mit dem Durchschnittsgehalt Hauswirtschaft, Pflege, kommen Sie auf einen Betrag von 30 Millionen der Arbeitgeberbruttopersonalkosten für die Annahme, dass es 60% sein könnten, in Pflegestufe 2 zur Verfügung stehen muss. Und das, wie Sie vorhin sagten, mit diesem intergenerationalen Unterstützungskoeffizienten, wie das hochtrabend heißt, im Jahr 2000 waren 3,7 Personen aus der Gruppe der 20- bis 64-Jährigen einem über 65-Jährigen zugeordnet. Im Jahr 2030 1,7. Das heißt, wir benötigen dringend, und vielleicht darf ich es an der Stelle sagen, wir benötigen dringend jede Unterstützung, die es in den Quartieren, die es in der Stadt gibt, zu dem, was wir vorhin gehört haben, ehrenamtliche Unterstützung. Aber das wird nicht mehr reichen. Und wir benötigen dringend die Unterstützung der Stadt in Verbindung mit dem Regierungspräsidium, auch dafür zu sorgen, dass die sogenannten reglementierten Berufe, zu denen Altenpflege gehören, nach EU-Recht nicht mit einer irrsinnigen Hürde an Deutschkenntnissen, nämlich dem B2-Deutschkurs, versehen werden, bevor eine sehr gut ausgebildete polnische Krankenschwester bei uns anerkannt wird, sondern, da bitte ich auch darum, dass Sie vielleicht da aktiv werden, so wie es der Bundesgesetzgeber mit B1 vorgesehen hat und dann die weitere Qualifizierung in der deutschen Sprache hier vor Ort. Das wäre uns eine große Hilfe. 33% der Mitarbeiter in der Pflege bundesweit sind Migranten oder mit Migrationshintergrund. Das ist jetzt eine Frage, die müsste eigentlich an Herrn Wellenreuther gehen, der ja nun auch der Bundespolitiker ist. Also ohne das jetzt genau auseinandernehmen zu können, welche Kenntnisse genau zu den verschiedenen Klassifizierungen gehören, was kann man tun, um an dieser Stelle zu entlasten? Denn das ist ja eigentlich nur eine gesetzgeberische Geschichte. Das ist die eine Sache, was das pflegerische Personal anbelangt. Aber vielleicht, Herr Dr. Michel, lassen Sie mich noch ein paar Sätze sagen zu den Zahlen. Ich glaube, mit den ganzen vielen Zahlen verwirren wir das Publikum irgendwann mal so stark. Man kann es auf die Grunderkenntnis runterbrechen. Natürlich steigt der Anteil der älteren Menschen, und zwar relevant, in einem relevanten Bereich, und darauf muss Stadtpolitik reagieren. Die Frage ist, wie? Das heißt, wir müssen einfach mehr Plätze schaffen in Betreuungseinrichtungen. Dazu braucht man mehr Betreuungseinrichtungen. Und ich sage auch speziell in den Stadtteilen, weil damit die Menschen auch ihr gewohntes Lebensumfeld, die zu betreuenden Familie, Freunde, Verwandte, dass sie nicht quer durch die ganze Stadt fahren müssen, deswegen vielleicht den einen oder anderen Besuch weniger machen und so die Betreuung, auch die familiäre und freundschaftliche Betreuung vielleicht reduziert ist. Und deswegen muss eine Stadt da reagieren und schauen, dass in den Stadtquartieren entsprechende Pflegeeinrichtungen geschaffen werden. Aber lassen Sie mich noch einen Satz dazu sagen, was meistens durchs Raster fällt, und das habe ich auch immer wieder beobachtet. In die Betreuungseinrichtungen kommen die Leute, die da eine Pflegestufe bekommen. Aber ich sehe ein Problem für Menschen mit Pflegestufe 0.
weil nämlich dann die Kasse nicht zahlt, die aber gleichzeitig einen pflegerischen Bedarf haben. Und da sehe ich in der Zukunft ein Riesenproblem auf uns zukommen, wie wir das auffangen, dass wir die Menschen, die eben nicht eingestuft werden, aber gleichzeitig eine gewisse Pflege angedeihen lassen und dafür eben einen Bedarf haben und dafür auch Menschen brauchen, die dafür ausgebildet sind, und das muss auch bezahlt werden. Und da, glaube ich, ist ein großes Potenzial und ein großes Bedürfnis da, was wir auch in der Stadt Karlsruhe ernst nehmen müssen. Also wir halten das fest, wir halten das mal fest, dass es in den Stadtteilen Betreuungseinrichtungen geben sollte, speziell so nah wie möglich. Ein Problem dürfte ja auch sein, dass einfach die Familien die Betreuung übernehmen, wo vielleicht eine Frau zu Hause ist und nicht berufstätig. Das wird ja immer weniger werden. Also wir werden viel, viel stärker beide Eheleute berufstätig haben, und die familiäre Möglichkeit, Betreuung zu leisten, wird dadurch geringer werden. Teilweise. Sie haben ja heute auch schon oft die Situation, dass diejenigen, die betreuen, selber schon im Ruhestand oder in einem Alter von um die 60 sind. Und ich glaube, das Thema ist da eher zu sagen, wie kann ich additiv zur häuslichen Betreuung Unterstützung und Entlastungsangebote organisieren, die so früh angenommen werden, dass dann diese familiäre oder auch nachbarschaftliche Betreuung weitergeführt werden kann. Wir erleben es ja heute oft, dass die es zu ihrer eigenen alleinigen Aufgabe machen müssen und dann im Grunde irgendwann gar nicht mehr können, und dann bricht dieses System auf einmal zusammen. Und da schon mehr dazu beizutragen und das auch nicht nur aus der Familie heraus zu definieren, sondern sehr stark aus dem Stadtteil, aus der Nachbarschaft. Das erfordert aber auch eine andere Einstellung zu Betreuungseinrichtungen. Also wir brauchen im Grunde nicht mehr die klassischen Pflegeheime, weil den klassischen alleinstehenden älteren Menschen gibt es so auch nicht mehr, sondern wir haben auch heute in den Pflegeheimen ganz unterschiedliche Altersgruppen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Können Sie das ein bisschen genauer noch beschreiben? Wie sähe dieser neue Typ aus? Das wäre jetzt interessant. Nein, es ist kein spezifischer Typ mehr, sondern es sind eben ganz unterschiedliche Menschen. Es ist auch der 50-Jährige mit multipler Sklerose, es ist der 85-Jährige, der noch vergleichsweise mobil vielleicht ist, in Bezug auf sein Alter, und dem müssen sich, glaube ich, insgesamt die ganzen Einrichtungen stärker stellen, und das Ganze muss stärker in einen Sozialbezug des Stadtteils integriert sein, damit man auch nachbarschaftliches, ehrenamtliches, sonstiges Engagement damit heranpacken kann. Und insofern geht es, glaube ich, nicht nur darum zu sagen, ich brauche jetzt 700 zusätzliche stationäre Pflegeplätze, sondern es geht auch um die Frage, wie soll dann dieses stadtteilnahe Angebot sich weiterentwickeln, sodass man auch ganz viel verschiedene Flexibilitäten und Übergangssysteme schaffen kann. Denn allein, glaube ich, mit unserem klassischen System kommen wir nicht hin. Wenn wir sagen, der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung, die Unterstützung brauchen, steigt, dann ist es, glaube ich, noch weniger berechtigt zu sagen, und diesen Anteil, den organisieren wir dann nur in eigenständigen Einrichtungen, wo sozusagen alles im Leben nur noch vor Ort stattfindet. Das ist schon heute nicht mehr so. Also Alten- und Pflegeheime von vor 30 Jahren kann ich schon gar nicht mehr mit dem vergleichen, was ich heute erlebe. Aber diesen Weg müssen wir weiterdenken. Und was Herr Wellenreuther anspricht mit der Pflegestufe 0 und trotzdem Pflegebedarf oder Pflegestufe 1 und womöglich Demenz und dadurch noch eine ganz andere Belastung, das ist natürlich auch, den Ball muss man dann zurückspielen, Aufgabe der Bundespolitik, sich diesen neuen Anforderungen in der Weiterentwicklung der Pflegeversicherung auch anzupassen. Denn es ist sicherlich nicht Aufgabe der Stadt, wenn es einen nachweislichen Pflegebedarf in der Stufe 1 gibt, dann das alles übernehmen zu können. Wenn man jetzt diesen Ball aufnimmt, da wird ja sozusagen ein Pflegeheimkonzept gefordert, innovativ, in der Zukunft zunächst. Wie sieht das aus? Gibt es da so Überlegungen, die vielleicht aus dem klassischen Betreuungskonzept ganz abweichen? Also das klassische Betreuungskonzept, wie Sie sagten, gibt es ja in der Form gar nicht. Wir haben eine Kollegin von einer anderen Einrichtung mit einem ganz besonderen Wohngruppenkonzept. Wir haben ganz viele Konzepte in Karlsruhe, die wir auch hier durchführen. Wir haben Bereiche, wo wir speziell für Bewohner mit Multiple Sklerose uns ausrichten. Wir haben Bereiche für dementiell sehr weit fortgeschrittene Erkrankte und. Also diese Vielfalt haben wir im stationären Bereich. Sie können in Zukunft auf den stationären Bereich nicht verzichten. Sie können nur um diesen Bereich herum etwas tun und das tun, was wir hier in der Evangelischen Stadtmission Karlsruhe tun, mit sehr viel Ehrenamtlichen, mit sehr viel Gemeindebezug, auch Bezug in die evangelische und katholische Gemeinde hinein, zusammenwirken. Was jetzt mit dem neuen Pflege-Neuordnungsgesetz übrigens geschaffen wurde, da sind wir bei der Bundespolitik, ist eine Verbesserung, ambulant
teilstationär, also sogenannte Tagespflege, wo tagsüber Gäste zu uns kommen. Bieten Sie auch an? Ja, bieten wir auch an, haben wir 30 Plätze. Und in diesem Bereich werden jetzt Leistungen des ambulanten Dienstes und Leistungen der Tagespflege nicht mehr gegeneinander gerechnet. Also hier sieht man, dass der Gesetzgeber bereits in Schritten beginnt zu reagieren. Jetzt könnte ich natürlich in das allgemeine Jammern einstimmen, das möchte ich aber eigentlich nicht. Nein, das wollen wir auch gar nicht. Darf ich noch ganz kurz noch den letzten Satz? Aber nicht jammern. Nein, das Jammern will ich nicht. Wir müssen insgesamt, denn wir sind ja auch Partner der öffentlichen Hand, wir tun als Kirche dies freiwillig, aber wir sind ja mit den Kostenträgern verbunden, einfach daran denken, wir dürfen die nächste und übernächste Generation nicht vollständig überlasten. Was hier an wirtschaftlichen Erfordernissen auf uns zukommt, wird ja ganz selten mal öffentlich diskutiert. Und das muss einfach diskutiert werden. Die Prioritäten bei einer alternden, älter werdenden, bunter werdenden, aber nicht jünger werdenden Gesellschaft müssen eben auch von den Bürgern und den Politikern klar definiert werden. Und da geht eben nicht alles. Wenn wir ein Alter in Ehren ermöglichen wollen, müssen wir an anderer Stelle auf Dinge verzichten. Das wäre schon fast ein Schlusswort, aber es gibt noch ein wichtiges Thema am Ende, das wir schon mal angesprochen haben, und das ist die Frage der Mitarbeiter, konkret der Altenpflegerin, sage ich jetzt mal, denn es sind überwiegend Frauen. Natürlich gibt es auch männliche Altenpfleger, die sollen nicht vernachlässigt werden. Dieser Beruf ist nicht attraktiv, weil er nicht so gut bezahlt wird wie manche anderen Berufe und weil er natürlich auch eine ganz besondere, auch menschliche Belastung darstellt. Wie wäre Ihre Fantasie, diesen Beruf attraktiver zu machen? Also zwei Dinge, Sie haben sie praktisch schon angesprochen, Herr Gerwin. Eines hängt mit der Bezahlung zusammen. Natürlich lassen sich auch Menschen nicht nur aus Idealismus, sondern auch ganz einfach, weil sie auch Geld verdienen müssen, entscheiden sich für einen Beruf. Und deswegen meine ich, dass diese schwere Arbeit, die da getan und geleistet wird und diese wichtige Arbeit auch entsprechend honoriert werden muss. Und da muss man schon drüber nachdenken, ob man da die Bezahlung eben anpasst an das, was ich gerade eben gesagt habe. Und der zweite Punkt, den halte ich mindestens für genauso wichtig, dass man die Wertschätzung rüberbringt. Dass man deutlich macht, erstens mal, die Menschen werden benötigt, allein zahlenmäßig, das haben wir gerade eben die ganzen Statistiken ja besprochen. Das heißt also, wir sind ja darauf angewiesen, dass Menschen sich bewusst für diesen Beruf entscheiden. Und deswegen hilft es natürlich, wenn man auch das deutlich mal ausspricht, wie wichtig für die Gesellschaft und vor allem mal wie menschlich und Stichwort Nächstenliebe, so ein Beruf ist und die Tätigkeit ist. Und es hängt viel damit zusammen, ob junge Menschen sich für einen Beruf entscheiden, wie der in der Öffentlichkeit im Allgemeinen angesehen ist und bewertet wird. Und ich sage ab und zu mal so ein Beispiel, Politiker und Lehrer haben es manchmal genau deswegen schwer, weil in dieser Zeitung mit den vier großen Buchstaben meistens die beiden Berufsgruppen als dumm, faul, gefräßig hingestellt werden, dann braucht man sich manchmal nicht wundern, wenn keiner Lust hat, in diese Berufe zu gehen. Also das von trifft daher, jetzt auf die Altenpflegerinnen, glaube ich, aber nicht natürlich zu, nicht. Sondern das sagen eigentlich alle, die Wertschätzung ist wichtig, das muss man aber auch öffentlich ansprechen und aussprechen und natürlich aber nicht nur den Worten, sondern auch Taten folgen lassen. Und da wäre ich sehr dafür, wenn gesetzliche Regelungen oder tarifliche Regelungen gefunden werden könnten, die eine bessere Bezahlung ermöglicht. Ich will mal die Frage noch etwas anders an Herrn Dr. Mentrup stellen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind in dieser Pflegesituation, Sie selbst brauchen die Pflege. Irgendwann, wenn es alles gut geht, sind Sie auch mal 85. Was soll das für ein Mensch sein, der Sie pflegt? Wie stellen Sie sich den vor? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde versuchen wollen, in meinen eigenen Räumen gepflegt zu werden. Und dann von jemand, der vor allem auch diese eigenen Räume und diesen Bereich respektiert und eben ein gewisses Maß an Respekt dafür auch im Alltag umsetzen kann. Und das ist oft das, was ganz schwer überhaupt zu leisten ist. Denn Sie haben über den Tag verschiedene Pflegekräfte, Sie müssen relativ im Akkord schaffen. Und von daher hat das neben Bezahlung und der allgemeinen Wertschätzung, der sich ja jeder anschließen wird, auch ganz viel mit Rahmenbedingungen zu tun. Und die kann ich alleine nur mit Bezahlung und mit offizieller Wertschätzung nicht, habe ich nicht verbessert. Und insofern wäre das für mich noch ein wichtiges Thema. Ich war vor zwei Tagen in mehreren Senioreneinrichtungen und die dort wirklich extrem engagierten und auch letztlich mit ihrer Arbeit zufriedenen, ich würde nicht sagen glücklichen, man ist mit der Arbeit nicht durchgängig glücklich, aber zufriedenen Menschen, Damen, haben mir gesagt, sie sind es leid,
wenn von Ihrem Beruf immer nur der Eindruck vermittelt wird, es sei eine reine Plackerei, es sei überhaupt nichts Positives mehr dabei. Und da nutzt Ihnen auch die positive Wertschätzung für diesen aufopferungsvollen Beruf nichts. Sondern um den Beruf attraktiver zu machen. Und wenn man dann Filme darüber sieht, gibt es ja nur Filme darüber, dass im Altenheim wieder irgendein Gammelprozess, irgendwas gammelig geworden ist oder dass irgendwie die Pflege die Leute geschädigt hat. Und Sie würden sich wünschen, dass man auf der einen Seite natürlich diese Wertschätzung dann auch in entsprechenden Tarifabschlüssen mal verdeutlicht und dass man aber auf der anderen Seite auch wieder von dem, sagen wir mal, von den positiven Anteilen dieses Berufes auch spricht. Denn Sie können doch einen 17-, einen 16-Jährigen, einen 18-Jährigen nicht davon überzeugen, dass man sagt, also du hast dort ganz schlechte Arbeitsbedingungen, du wirst ganz schlecht bezahlt, aber dir ist eine hohe Wertschätzung sicher. Das überzeugt einen jungen Menschen nicht. Sondern ich glaube, von daher muss man neben aller Wertschätzungsdiskussion auch vor allem jetzt nochmal an den Rahmenbedingungen für die Arbeit dort rangehen. Sie kennen die alten Pflegerinnen und die alten Pfleger. Sie sind ja der Dienstvorgesetzte. Von wem möchten Sie gepflegt werden im Alter? Ich würde mich von jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin der Stadtmission pflegen lassen. Da haben wir nichts anderes erwartet, oder? Ja. Dankeschön und das war auch schon unser Schlussapplaus. Wir sind am Ende. Vielen Dank für das Gespräch, Dr. Frank Mentrup, Ingo Wellenreuter und Dr. Martin Michel, gleichzeitig unser Gastgeber heute hier im Benckiser Stift, wo Baden-Württemberg Land und Leute aufgezeichnet wurde. Dies Benckiser Stift trägt übrigens den Namen nach einer Stifterin, Martha Benckiser, die diesem Haus das Grundstück mitten in Karlsruhe sicher sich von erheblichem Wert vermacht hat. Da können wir ja an dieser Stelle noch einen verspäteten Dank hinzufügen. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen, ebenso bei den Gästen hier im Benckiser Stift. Dankeschön. Applaus